was ist braun gebrannt und zurück aus Italien? Richtig, euer Erdgott. Ja, nach meinem Aufenthalt in Italien bin ich jetzt endlich wieder zurück in Deutschland. Die Schütte wird wahrscheinlich 2 oder 3 Tage erst nach meinem Zurückkommen hier hochgeladen werden, weil ich am ersten Tag wirklich keinen Bock hatte, irgendwas zu machen, sondern halt nur ausschlafen wollte. Ja, entschuldigt dies, aber es muss sein, weil ich 24 Stunden Busfahrt hinter mir hatte. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren bei Blau und ich kann mich auch noch an diese Strecke erinnern sogar. Die war fies. Ja, die war fies. Wirklich fies. So, mal starten. Es ist jetzt gerade früh am Morgen. Ich wollte diesen Part ja heute noch machen und heute noch hochfahren, also... Ja, gab's am ersten Tag halt nichts. Ja, was habe ich jetzt so gesehen? Einiges, wir waren in Florenz, ne? Es ist erstaunlich, wie Assassin's Creed sich so an die Sachen hält. Von Florenz und so weiter, jetzt so vom Stadtbild. Also wenn man oben auf dem Florenzer Dom ist, dann merkt man das richtig. Das ist da, also da richtig viele... Oh, warte. Ja, was falsch gemacht. Das sehen wir jetzt schon. Eingabeeinstellungen. Okay, übernehmen einfach. Mal zurück. Geht das irgendwie? Nein, okay. Dann fahren wir das eben kurz zu Ende. Wir wollen ja immer nicht bei Bronze anfangen. Ja. Gut. Dann fangen wir diesmal bei Gold direkt an. Jetzt habe ich mich total verwirrt. Was wollte ich gerade eben noch sagen? Voll. Genau. Es ist erstaunlich, wie wie Florenz einfach Assassin's Creed, dem Assassin's Creed Florenz ähnlich aussieht. Ja. Richtig, richtig hammergeil. Also wenn man dann oben auf dem auf dem Florenzer Dom steht, dann sagt man sich, oh, da bin ich mal runtergesprungen und da bin ich in den Heuwagen gefallen und da und da und da habe ich eine Feder gefunden. Ja, all sowas. So, ich fahre dieses Rennen jetzt hier einfach zu Ende, damit wir gleich mit der Bronze anfangen können. Weil wir wollen hier immer schön alles richtig machen, ne? Wollen nicht gleich zu Gold springen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie man die Medaillen ausfällt. Komm schon. Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Ich sehe schon, ich muss hier erst wieder einleben. Wie das mal grottenschlecht war. Gegner, da war das jetzt Bronze. Also die Strecke, die nervt so ein bisschen. Weil die auch einfach verdammt schwer einfach ist. Selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Ja, wo waren wir noch überall in Italien? Wir waren natürlich in Rom. Wobei ich Rom gar nicht mal so schön finde. Rom ist einfach nur jetzt nichts gegen Italiener und so weiter. Oder gegen Leute, die Rom ganz toll finden. Das ist jetzt meine Meinung. Rom ist einfach nur verdreckt und einfach nur eklig. Also jetzt nicht die großen Bauwerke da, aber die ganzen Straßen und so weiter. Wenn man sich da mal entgegengesetzt Hannover anguckt oder irgendwie sowas, dann wow, dann fällt das richtig auf. Am allerdreckigsten fand ich es in der Vorstadt von Pompeji. Ihr wisst ja, die Stadt, die vom Vulkan begraben wurde. Ne? Da gibt es jetzt natürlich auch noch eine neue Stadt und die ist richtig dreckig. Richtig dreckig. Überall an jedem Fußweg liegen mindestens 5 Kilogramm Müll auf. Uff, schlag mich nicht. 2 Quadratmeter. Ja, das fand ich richtig eklig. Die ganze Stadt stank auch nach Müll. Nach Gammel. Gut, dass wir da auch nur 3 Stunden verbracht haben. Ja, wiederum richtig geil fand ich Paestum. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
weil da ist richtig geil Strand, alles schön sauber. Wir waren da schön abgelegen auf dem Campingplatz. Direkt in der Nähe des Strandes. Super geiles Wetter hatten wir da. Ja. Also sagen wir mal, die Italienfahrt hatte Höhen und Tiefen. Ja. Ich hatte mir doch irgendwann was zurechtgelegt bei diesen Kurven. Was ich da machen sollte. War es vom Gas runtergehen oder bremsen oder was auch immer? Ich glaube, es soll vom Gas runtergehen, aber da muss man auch richtig lenken noch. Das ist doof, im Highspeed irgendwas ankratzen und man ist draußen. Du weißt gar nicht, wie der Bronzemedaillefahrer das schafft, ins Ziel zu kommen. Ich meine, der kratzt doch immer irgendwas an. Ah, ich hasse es einfach. Es sind nur ein paar dumme Kurven, aber diese dumme Kurven haben es echt in sich. Also, kann ja auch sein, dass mein Skill einfach nur scheiße ist. Oder dass nach der Italienfahrt nicht mehr wirklich vorhanden ist von meinem Skill. Aber meiner Meinung nach ist die Strecke einfach mega schwer. Na gut, es ist eine blaue Strecke. Es ist jetzt nicht die einfachste. Es ist jetzt normale Schwierigkeitsgrad, würde man sagen. Oh, wie das einfach nur nervt. Wenn wir es heute nicht geschissen bekommen mit der Strecke, dann mache ich die im nächsten Part, mache ich jetzt offline und stelle das dann rein. Mach es in den nächsten Part noch mit rein. Oh, das war gerade so gut. Und Bronze. Bronze. Wir wollen Gold. Ja, jetzt Silbermedaille jetzt. Also da kämpfen wir uns halt ganz langsam nach oben. Einfach nur wie schwer. Ihr könnt ja mal euch das Spiel holen oder was weiß ich, wenn mein Kumpel sind, der hat das Spiel, dann könnt ihr ja mal versuchen die Strecke hier zu fahren. Sie ist einfach mega schwer. Also er denkt, dass ich hier einfach der Kacknoob bin. Der liegt da falsch. Bin schon auch oft im Online-Spiel Erster geworden. Ne? Wer im Online-Spiel Erster wird, das hat was zu bedeuten, aber diese Strecke, die ist einfach nur unnormal. Einfach nur unnormal. Ich meine, welche normale Stacheldrahtzaun lässt ein Auto so durch die Luft fliegen? Das reg ich mich auf, es ist Turkmenia, da ist alles unnormal. Ja, Silber kriegen wir noch. Ja, und noch 3 Sekunden schneller wird Silber noch. Ja, gleich Gold, wir müssen es nicht mehr machen. Geil. Das ist schön. So, gucken wir einmal auf die Zeit. Wir haben noch 5 Minuten. Da passt doch noch locker was rein. Dann nehmen wir auch mal dieses Untergrundlevel hier anscheinend. Ist, was ich schade finde. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht haben, aber ich glaube nicht. Es gab hier mal ein Update, da wurden ganz neue Untergrundteile eingeführt. Nur wurden keine Strecken damit eingeführt. Das fand ich richtig schade, weil diese Teile waren richtig cool.
Werden wir auch wahrscheinlich im Editor dann benutzen mal. Dann gucken wir uns aber erstmal die Strecke an. Ja, das ist machbar, sag ich jetzt mal. Ja, die sind alle machbar, sind aber verdammt schwer machbar. Okay, machbar. Schön bürgig ja alles außerdem. Finde ich geil. Also solche Sachen liebe ich, wenn man irgendwie so fährt und dann ja, auf so einer Schrägen wieder aufkommt. Solche Sachen gefallen mir total, wenn die irgendwo eingebaut werden. Nicht so toll finde ich es aber, wenn man das mit Highspeed macht und vorher noch eine Kurve fahren muss. Wie das oft in Sunrise und Nations und United gemacht wurde. Das finde ich nicht mehr ganz so toll. Außer man steht halt richtig gerade. Am Anfang musste ich irgendwie so Turbo, dann Schanze und dann muss man wieder auf solche Schrägen auffahren. Und hier haben sie es auch cool gemacht. Man muss hier diese Lücke erwischen. Ansonsten geht das nicht. Ah ja, da haben wir wieder unsere gute alte Landstraße, die mich zum Verderben bringt. Ja, zur Verzweiflung bringt. Ja, das passiert nämlich, wenn man hier nicht gerade auffährt. Also wenn man nicht gerade liegt mit dem Auto, dann dreht man sich. Entschuldigung. Ja, mir wurde, als ich in Deutschland ankam, in Bayern eine Grippe eingefangen. Ja, aber ich stand in Bayern auf einer Raststätte. Abends im Regen mit kurzer Hose und kurzem T-Shirt. Ist vielleicht nicht das Beste so. Ja. Steine sind verheerend in Turkmenien. Musst du mir schon oft erfahren. Ja. Da hatte ich nämlich kurz einmal vorher gelenkt und dann passiert sowas. Da muss man wirklich komplett gerade sein, wenn man solche Sachen einbaut. Und die kleinste Verschiebung in der Waagerechten. Und das war's. Das hat jetzt nichts mit der Verschiebung in der Waagerechten zu tun. Ich bin einfach gegen die dumme Felswand gefahren. Ja. Ja, also es ist so eine Millimeterarbeit, das da. Es ging auch eben alles so gut, warum geht das jetzt nicht? Sieht cool finde ich auf solche Stellen, wo man das mehrfach macht. Also man kriegt ein Turbo. Und dann hat man so eine Auf- und Abstrecke, aber die nicht verbunden ist mit Streckenteilen, sondern man fliegt einfach nur, landet wieder auf irgendeinem Streckenteil in der Schlucht, wo es dann halt so runter geht wieder hinten. Und dann geht es gleich wieder hoch bis zur nächsten Rampe und dann passiert das gleiche nochmal. Dass man halt so springend von ja, Abschnitt zu Abschnitt springt. Das ist auch eine geile Idee, also. Es gibt hunderte geile Ideen in Trackman, ja. Die aufzuzählen wäre jetzt wahrscheinlich ein Lebenswerk. Auch immer wieder neue hinzukommen. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren. Wir wollen uns nicht beirren lassen. Danke. Dann sind wir noch 5 Sekunden vor ihm hinaus. Zehn. Müssen die aber Goldmedaillenfahrer und der Silbermedaillenfahrer ganz schön was raushauen. 12 Sekunden voraus, also ich könnte es noch für die Goldmedaille schon haben.
Nein, haben wir nicht. Leber. Okay, und mein Handy sagt mir, dass jetzt Schluss ist für heute. Also, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Hat mir Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.